Stefan, du sag mal, wenn unser IT ein größeres Problem mit Microsoft 365 oder Microsoft Teams hat, dann kontaktieren die ja den Microsoft Support. Aber wir kommen oftmals nur schwer zu einer Lösung, weil irgendwie die Daten fehlen. Die müssen sie doch haben. Woran kann das denn liegen? Genau, man glaubt, dass Microsoft alle Daten hat, aber dem ist grundsätzlich nicht so. Also das ist auch der Grund, warum Supporttechniker von Microsoft eben oft über Remote-Sessions anfragen, beziehungsweise eben, dass jemand da Logdaten einsammeln muss, damit diese dann eben entsprechend auch den Fehler dann eingrenzen können. Aber ihr seid ja Spezialisten im Sammeln von zusätzlichen Daten. Kannst du mir mal zeigen, wie du mir dabei vielleicht helfen kannst, um die richtigen Daten zur Verfügung zu haben und sie Microsoft zur Verfügung stellen zu können? Genau, mit Office Expert liefern wir genauso auch keine Lösung, wo wir Daten von jedem einzelnen Client einsammeln und auch zur Verfügung stellen, die dann die jeweilige Firma dann heranziehen kann für etwaige Microsoft Support Tickets. Ich würde dir das gerne mal in einer Live-Demo zeigen. Hier das Dashboard von Office Expert, wo ich einen bestimmten User, der mir vielleicht momentan ein Problem geschildert hat, suche. Ich habe hier verschiedene Möglichkeiten. Zum einen über unser sogenannte User Experience Page, wo ich runtergebrochen bekomme, in welchen der Bereiche hat denn der User derzeit vielleicht ein Problem, was wir gesehen haben, oder vielleicht einen Hinweis, was wir gesehen haben, wie in dem Falle, dass eben der Teams Client Version sich kürzlich erst geändert hat oder sich vielleicht schon mehrmals in einer kürzeren Zeit sich geändert haben. Verschiedene Bereiche wie Device, Netzwerk und Teams Calls, welche Netzwerke der User grundsätzlich verwendet. Also wir schränken hier schon an verschiedenen Ebenen ein, die wir dann auch dem Support-Techniker dann einfach auch zur Verfügung stellen können. Das geht dann so weit, dass wir eben, wenn wir uns wieder die User Experience von M365 uns anschauen, wo wir ja die unterschiedlichen Workloads von einem User uns von der Performance hier uns betrachten wollen, dann liefern wir hier Bilder, die auch dem Microsoft Support-Techniker helfen können. Wie zum Beispiel in dem Falle Exchange schaut grundsätzlich okay aus, bis auf ein paar andere Subnetzwerke. Wenn ich aber Details über einen User, also alles, was wir über einen User zur Verfügung haben, den Microsoft Support liefern möchte oder Hinweise liefern möchte, dann ist zum Beispiel diese Darstellung eine der generellsten Bilder, wie zum Beispiel, wie viele Teams-Versionen hat er gehabt, was sind denn die Netzwerke, die der User verwendet hat, liegt es vielleicht daran, dass sich eben der User dass man einen Support-Case bei Microsoft aufmachen hat müssen. Liegt es vielleicht hardware-technisch irgendwo, wie zum Beispiel, dass die Batterie einfach rudimentär zwangsweise geleert wird und das vielleicht die Ursache ist für das Problem und Microsoft hier vielleicht überhaupt nichts zu machen hätte. Und das geht dann soweit runtergebrochen auf die verschiedenen Calls, die wir untereinander darstellen, die natürlich dann auch für den jeweiligen Support-Techniker von Microsoft dann eine Hilfestellung ist. Wenn wir hier zum Beispiel den Case haben, dass nur bestimmte Calls Probleme sind und nicht andere, dann ist das ein wichtiger Hinweis. Oder Applikationen, die sich auf der Maschine geändert haben, von Versionen, von denen man als User überhaupt nichts mitkriegt. Chrome wurde abgedatet, Firefox, alles Mögliche wird hier geliefert, weil der Techniker genau diese Informationen benötigt. Wenn wir aber einen Call oder Microsoft einen bestimmten Call hier zur näheren Betrachtung hier liefern möchten, dann liefert hier zum Beispiel diese Darstellung einen Überblick. Aber der größere einer der größten Mehrwerte ist, dass wir auch diese Daten, die wir hier darstellen, auch einfach exportieren können. Also sprich, man klickt hier mit ein paar Mausklicks und exportiert das als CSV. Das sind die Rohdaten von diesen Calls, die man dann an Microsoft zum Beispiel geben kann. Und das Gleiche gilt es auch mit den gesammelten Realtime-Daten dieses Calls, die ich auch dementsprechend exportieren kann und der Microsoft hier zur Fehlereingrenzung liefern kann. Mit den Daten kann Microsoft dann sozusagen weitergehende Analysen machen und dann sagen, okay, wir haben festgestellt, das liegt bei uns oder guck doch mal bei euch, beziehungsweise das kann ich ja mit den Daten auch vorher schon wahrscheinlich feststellen, das liegt ja gar nicht am Netzwerk, sondern das ist ein Problem, was bei uns liegt, richtig? Ja, genau, richtig. Also Microsoft sieht quasi, wenn irgendwas bei Ihnen, rumläuft sozusagen oder eben wenn der Enduser oder vielleicht die Firma selbst das Problem verursacht. Stefan, vielen Dank für die Demo und für die vielen Informationen. Du hast mir echt gut weitergeholfen. Gern geschehen. Es war mir eine Freude und wenn du wieder Probleme haben solltest, meldest dich einfach.